Vlogfolge 198. Schönen guten Mittwochabend. Ich möchte über zwei unterschiedliche Arten von Menschentypen sprechen und wie sie auf Krise reagieren. Und zwar anlässlich einer Unterhaltung, die ich heute Morgen ganz kurz im Vorbeigehen gehört habe. Ich kam vom Sport in München-Schwabing. So schlecht geht es den Leuten dort jetzt nicht. Ja? Und laufe vorbei in einem Grüppchen und schnappe nur aus, wo er so lautstark sich unterhalten über die Krise und so und Corona-Krise. Und ein Satz ist mir hängen geblieben: die Lehrer. Die Lehrer sind ja mal die absoluten Gewinner der Krise. Die sind nämlich jetzt zu Hause und das bei vollen Bezügen. So, ja. Offensichtlich standen da Leute mit Geld, wie gesagt. Und was ich, das finde ich ultra nervig, so eine Einstellung. Ist mir total wurscht, bist du jetzt Lehrer, also will ich gar nicht drüber reden, ob das jetzt gut oder schlecht für Lehrer ist, die Krise. Aber ich finde es so kacke, sich selbst damit in so eine Opferrolle zu manövrieren und darüber zu lästern, wer jetzt hier ein Krisengewinner ist, statt, und das ist die andere Art von Mensch, die ich eben sehr viel angenehmer finde, die sagt, okay, Krise, klar, ist bitter, ne? Und da muss man jetzt einige Dinge eben tun. Karten werden jetzt neu gemischt, mir wurde ein anderes Blatt gegeben, das mag gut oder schlecht sein, aber lass mich das Blatt angucken und lass mich gucken, dass ich daraus jetzt das beste Spiel mache und dass ich da Dinge rausziehe. Weiß jeder, Riesenunternehmen sind entstanden, oft in Krisen, und lass da einfach neue Dinge rausziehen. Kleines Beispiel bei Immocation, wir haben, weil natürlich der Bedarf in der Community sehr stark nach aktuellen Meldungen war, wir haben angefangen, News rund um Corona zu teilen, und das ist was mir jetzt echt angefangen hat, Freude zu machen, als kleines Projekt, dass wir mal ein bisschen eine Navigation bieten durch dieses ganze Dickicht an Newsmeldungen für Immobilieninvestoren. Und vielleicht entsteht daraus ein größeres Projekt bei Immocation, keine Ahnung. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal beschlossen, da ein bisschen mit weiterzumachen. Das ist nur dadurch entstanden. Also zwei Möglichkeiten, sich mit einer Krise auseinanderzusetzen. Direkt die Opferrolle einzunehmen, und bitte, es gibt natürlich genug, jetzt wirtschaftlich gesehen auch, wirtschaftliche Opfer der Krise, aber das Interessante ist ja, auch unter denen gibt es ja ganz viele, die sagen, so, jetzt erst recht und ich pack's an und da werde ich gestärkt rausgehen, und dann gibt es unter denen, die nicht mal Opfer sind, die sich dann gerne in die Opferrolle stellen, finde ich ganz furchtbar. Bis morgen.